Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im 46er DLC natürlich, in dem Unternehmen Teufel. Wir müssen den Brückenkopf quasi ausdehnen Richtung Südkalifornien. Und wie immer zum Start gibt es erstmal einen Rundenwechsel. Im Moment ist das hier noch alles sehr überschaubar, was er uns entgegenwirft. Und von daher bin ich im Moment auch entspannt. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht es aus, wenn wir diesen komischen Berg da angreifen müssen? Mount Diablo oder wie er hieß. Hallo, liebe Helken. So. Dann nehmen wir ihn. Kriegen wir das eventuell mit einem Doppler hin? Ich glaube nicht. Gut, aber ich spare mir das jetzt trotzdem mal. Der Light geht mal dahin. Die Arti sagt Hallo. Die Infanteristen nehmen ihn raus. So, jetzt haben wir hier eine Hellcat. Oh, krass. So, weg damit. Dann die Infanterie in den Wald hier rein. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendjemanden nachrücken können. Nein, das sieht nicht so aus. Insofern können wir jetzt die Artillerie natürlich hier nicht hinstellen. Das heißt, wir stellen sie erstmal hier hin. Der Scout kann auch nicht nachrücken. Die Flugabwehr geht mal dahin. Gut, okay, die werden jetzt hier keine großen Probleme kriegen, die Pioniere. Wir verlegen derweil die taktischen Bomber hier auch in die Mitte. Also der geht raus. Dann erstmal tschüss. Wo ist unser Scout hier? Bin ich blind? Wo ist denn der? Ach, hier. Ach, der kommt nicht bis da hoch. Plus 3 gegen weiche Ziele. Okay, mach das mal so. Zack. 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 Die Ratte geht direkt dahinter. Boom. So, die Artillerie darf auch noch mal. Die geht mal dahin. Die Flugabwehr geht dahin. Nee, dahin bitte. So, Artillerie geht erstmal in die Stadt rein. Der Löwe. Ach, come on. Was kostet die Welt? Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Spielzeug. Ein T29. Der kann tatsächlich ein bisschen wehtun. Das Ding ist aber. Mist, ich habe die beiden gerade verlegt. Dann müssen wir das mit ihm machen. Ein T34. Gut, dass wir jetzt, So, pass mal auf. Dann nehmen wir aber den Doppler hier. Na, greife ihn nochmal an. Dann haben wir ihn schon mal ein bisschen unterdrückt. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Infanterie. Aber ich glaube, ich setze das mal lieber auf meine Artillerie. So, der Panzer. Geht mal da hoch. So, liebste Hellcat.
überlebt das, ehrlich. Das ist schon fast ein bisschen lächerlich, was hier passiert. Der Mörser geht mal hier hoch. Die Infanteristen stellen sich dahin. Der Löwe geht dahin. Die Artillerie, die frische ich jetzt erstmal auf. Die Flugabwehr geht dahin. Der Löwe bleibt auf der Straße. Die Infanteristen gehen dahin. Jetzt haben wir hier noch vergessen, einen Punkt einzunehmen. Kann das eventuell die... Kann ich das mit der Atomwaffe machen? Das wäre ja eigentlich ziemlich praktisch. Da muss ich jetzt nichts irgendwie nochmal nachholen. Hier ist noch einer. Nimm ihn mal raus. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Er kann nicht nochmal was machen. Also ja doch, aber... Das wird sogar schmerzhaft für den E50 jetzt, weil der im Hochgelände steht. Aber was soll's, jetzt anzugreifen wäre genauso blödsinnig. Ja, aber es sind zum Glück bloß... Pff, lol, nur minus 3. Oh, T32 auch noch oder was? Oder Pirschen? M26 und das ist auch ein M26. Och, wie süß. Hast du was gesagt? Oh, aua. So, die Atomwaffe dahin. Das funktioniert tatsächlich sogar. Den ziehen wir jetzt erstmal raus. Das war natürlich jetzt nicht unbedingt die eleganteste Variante. So, tschüss. Tschüss. Und tschüss. So, die da rein. Die hier hoch. Er kann sich nicht weiter bewegen. Der Scout geht mal dahin. Fährt er jetzt in die Mine rein? Nee. Eine Wolverine. So, der Mörser. Der muss hier nachrücken. Die Flugabwehr, die muss... Nein, da nicht. Dahin, da kann sie nämlich noch schießen. Die Artillerie rückt nach. Die Flugabwehr geht hierhin. Der Löwe geht dahin. So. Jetzt. Tschüss. Haben wir hier noch einen Scout? Jo, der Scout geht mal bitte dahin. Dann kann nämlich... So, und jetzt holen wir uns ihn und sagen, mit ihm zusammen, hello again. Ja. Hello again, weg mit dir. Haben wir fast schon die Zangenbewegung hier. Und da haben wir schon den nächsten Flugplatz. Das ist interessant. So, haben wir noch einen? Jo, wir haben noch einen. Ah, keine Reichweite. Pass mal auf. Dahin. Wo ist denn der, den ich verliere? Der hier ist das. Perfekt. Na, haben wir nicht noch einen ganz hier hinten? Ja, siehst du, den habe ich nämlich vergessen. Dann kann der nämlich erstmal dahin.
Der kann dahin. Der deckt die Kollegen hier. Und er rückt auch noch direkt mit nach. So, hier oben können wir nichts mehr tun. Dann geht's jetzt hier unten weiter. Erstmal die Artillerie direkt vor die Haustür. Na, das war jetzt mit dem... Der zieht sich zurück. Von Norden komme ich nicht weiter ran. Ach, jetzt haben wir hier auch noch einen Scout. Ja, der war gerade blockiert hier. Der geht mal dahin. Flugabwehr. Infanterie. Okay. Also im Moment geht's hier wie geschnitten Brot. Oh shit. Wie sie vorrücken, aber nicht angreifen. Das ist ein bisschen witzig. Hallo Hellcat. So, tschüss. Sehen. So, jetzt müssen wir erstmal okay. Vielleicht sollte ich mal kurz wieder ein bisschen runterkommen hier. Und einfach mal anfangen, wieder ein Stück weit vernünftig zu spielen. So, den frische ich erstmal auf. So, er... nochmal vorrücken und kämpfen. So, hier oben. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir hier durchbrechen. Ja, reicht nicht für die Hellcat. Das reicht nicht für die Hellcat. Das reicht für die Hellcat. Okay. Der kann ja tatsächlich flankieren. Das gefällt mir nicht. So, den... Oh, Alter, 1006. Also, ja, der nimmt deutlich weniger Einheitenfelder weg, der E50, aber puh, ist der teuer.
So, ja, wir haben natürlich jetzt hier ein Problem mit dieser scheiß Flak. Ich verlege trotzdem die Kollegen dahin. So, hier haben wir noch eine Flugabwehr, die muss mal mit nachrücken. Okay, hier im Süden haben wir alles gemacht. Wobei, ne, ja, nee, doch, hier haben wir alles gemacht. Hier haben wir jetzt halt noch ein bisschen Potenzial. Ich würde den Scout gern erstmal nutzen, um hier den Punkt einzunehmen. Jetzt haben wir hier noch eine Artillerie. Nein, Artillerie, habe ich gesagt. Ach Gottchen, ey, dieses... Ich würde gerne den Panzer haben, danke. Krass. Wow. Ist das pervers, ey. Jetzt hat er keine Munition mehr. Ach du Scheißendreck, ey. Aber gut, der Panzer hier gibt Abwehr vor. Oh Gott, ey. So, wir haben noch eine Flugabwehr. Die geht hier auf die... aufs Höhenfeld. Nee, das war keine gute Idee. Dann gehen wir hier hin. Jetzt haben wir hier noch ein E50. Was mache ich mit dir? Ich gehe... Oh, halloha. Ja, okay. Wir machen mal einen Rundenwechsel. Mal schauen, was so Schönes jetzt passiert. Ach ja, okay. Gut, das war eigentlich fast zu erwarten. Aber das war auch schon wieder alles hier. So, dann nehmen wir den Doppler. Das ist ja schon wieder an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. So, aber ich will jetzt erstmal hier oben irgendwie weiterkommen. Das Ding ist... Ich finde es bemerkenswert, wie hart eingegraben diese Flugabwehrstellung da ist. So, dann kann... Ach komm, jetzt nehme ich ihn raus hier. Was war denn mit der Ratte? Oder mit dem Meerschweinchen? Okay. Weg. Wir rücken hier vor. Wir rücken hier vor. Wir kommen da nicht ran. Dann Feuer frei. Wir nehmen alles mit, was wir haben. So, der... Ah, kann hier nicht hin. Der Flugplatz ist voll. Okay, so. Dann müssen wir jetzt hier mal gucken. Hier haben wir leider nur eine Artillerie zur Verfügung.
Dann müssen wir jetzt ein bisschen hausieren. Okay. So, die gehen da rein. Zack. Feuer frei. Die geht weiter vor. Dann haben wir die hier noch. Die können mal hier hingehen. So, ja, hier das Minenfeld. Das ist natürlich jetzt tricky. Die sind eingekesselt. Hier unten dauert es jetzt ein bisschen länger. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Guck mal, wir gucken mal. Wir locken ihn mal. Hallo. Alter, da ist eine Flak mit 50 Punkten drauf auf dem Berg. Halleluja. Naja, gut. Wow. Die kriege ich auch mal so eben tatsächlich nicht raus. Weil die kann zweimal schießen. Die kämpft bis zum letzten Mann. Da müssen wir mit einer Artillerie ordentlich Unterdrückung leisten, bevor wir da mit unseren Flugzeugen rankommen. Wir machen mal einen Rundenwechsel. Ach, da haben wir unsere Flugabwehr nicht mit weit genug vorgezogen. Das war nicht gut. Gut, das war jetzt natürlich ein bisschen peinlich hier, weil die hier hinten steht. Aber das ist überhaupt kein Problem. Tschüss. Tschüss. So, mein Freund. Tschüss. Gut, wir führen natürlich erstmal die Infanteristen jetzt hier hoch, weil wir da die Minen weghaben wollen. Wir nehmen die Artillerie hier mit. Wir sagen hier unten Hallo. Wir nehmen die Artillerie mit. Wir nehmen die Artillerie mit. Und jetzt gucken wir erstmal. Okay, dann weg, 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 nee, schade, dann mach du ihn weg. 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 Zack. Wir nehmen ihm mal den Flugplatz dort weg. Das ist jetzt aber auch eigentlich eher so nebensächlich. Die Artillerie kann.
dahin gehen. So, wir kesseln die da ein. So, und jetzt müssen wir so langsam ein bisschen mal die Konzentration walten lassen. Wir nehmen die Flugabwehr mal hier hoch. Wir nehmen die Flugabwehr mal mit hier rüber. So, den frischen wir auf. Den Mörser. Den können wir da hinstellen. Und dann arbeiten wir uns jetzt Schritt für Schritt an den... mit den Artis hier nach vorne. Da ist noch eine Flugabwehr. Tja. Machen wir noch eine Runde, oder? Ach, guck mal hier. Easy. Easy. Dann... Ruf da. So, Rundenwechsel. Ja, mein Freund, ich habe mittlerweile Flugabwehr nachgezogen. Tut mir leid. Gut, da ist, da ist Artillerie. Die nehmen wir natürlich jetzt unter Feuer. Tschüssikowski. So. Dann... Hä? Ach, das ist Wüste. Ich dachte, das ist Wasser. Die Verteidigungsanlagen rechts hier, die ignorieren wir erstmal. Mal gucken, was er uns da entgegenwirft. So, ihn frischen wir nochmal auf. Sagen wir hier Hello again. Und das Meerschweinchen werfen wir mal nach vorne an die Front. Könnten jetzt... Süß. So, nein, du nicht, sondern du... Ja gut, okay, dann können wir den letzten auch noch mit verwenden hier. Wow, da ist ja gar nichts passiert. Gut, wir nehmen den Scout mal dahin. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Support hinstellen. Das kann er machen. Und er. Wobei, das war blöd. Geh mal dahin. Okay. Gut, jetzt sind wir aber tatsächlich durch für heute. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir uns dann hier Mount Diablo widmen. Mal gucken, was der Teufelsberg so für uns bereitet. Hier haben wir nochmal Grenadiere, die vorrücken können.
die führe ich mal hier hin. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls ja, lasst dem Video wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt geben Morn, Finn, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karwein, Baron, Heimdall, Klumpen, Franz, Roblitz, Jan, VG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.